Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 und ihr hört es schon, wir sind auf Etage 14 und zwar dort, wo Disco-Musik abgeht und hier, ah. Das ist ein Rätsel, ja, ne? Ich das mal langsam hier? Ah ja, okay. Es war ein Rätsel, cool. Aber da gehen wir gleich runter. Ich würde erstmal mich hier so ein bisschen umgucken. Ah, guckt mal, Plattenteller. Okay. Husten? Die sonst irgendwie was machen hier? Nee. Und ein Gegenspringen? Ah ja, Gegenspringen. Cool, und gleich der erste versteckte Edelstein. Sehr fein. Und hier hinten haben wir noch was. Das hätte ich vielleicht als erstes mal machen sollen. Oh oh. Hier kommt eine Menge Geld, hier kommt eine Menge Geld. Oh yeah, der Automat ist kaputt. Leuchtet aber immer noch. Ne, gut, kommt nichts mehr weiter raus. Hier links gibt's nichts, außer, na gut, nicht wirklich. What the fuck? Da ist ja noch ein Edelstein. Cool. Ging aber schnell. Na dann, Luigi, rein mit dir hier ins Getümmel. Interessantes Versteck für einen Tresorraum auf jeden Fall. Oh, 6000 Geldscheine gesammelt. Noch ein Achievement, cool. Nur noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Oh, Münzen, 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 Münzen. Nee, 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 komm. Lass Luigi weiter saugen. Nicht, dass hier noch irgendwas flöten geht am Ende. Aber Dings sind hier relativ wenig, oder? Gold waren komischerweise nur Münzen und Scheine. Wer sammelt denn nur Münzen und Scheine im Tresorraum? Noch irgendwas Verstecktes? Nö. Nicht wirklich, wa? Naja, dann. Disco, Disco. Disco, Disco. So, haben wir denn hier was? Oh, was sind das denn hier? Hip-Hopper. Inch Mutant. Bring was, Turtles. Oh, da ist doch Geld drin. Ich seh's doch. Hallo? Ach, das ist hinter mir. Ah, da klingelt doch die Kasse. Warum ist denn jetzt hier einer? Ich war doch nicht. Ich hab kein Geld geklaut. Tut mir leid. Und selbst wenn, ich war's nicht. Komm her. Ey! Ich hab kein Geld geklaut. Komm her. Jetzt ist der andere noch hier. Wie willst du hier beide gleichzeitig kriegen, hä? So, den großen haben wir schon mal. Ah, und du wolltest dich gerade von hinten ranschleichen, ne? Fieser kleiner Drecksack, du. Ah, scheiße, man darf so natürlich nicht aufs Geld schleudern, Mensch. Oh yeah. Münzen, Münzen, Münzen. So, wie kommen wir denn hinter die um? Ah, hier wahrscheinlich rüber rein, ha? Ja, hier ist auch ein Raum versteckt, ich seh's doch. Oh, ein bisschen Merch, wa? Alter! Wusste gar nicht, dass in solchen Sachen auch Geld eingewebt ist. Ich dachte, der Scheiß kostet immer nur Geld.
Schlüsseldinger sind ja teilweise auch geil. Oh yeah, da klingelt die Kasse. So. T-Shirt noch? Aber schade, dass ich eigentlich die Schlüsselanhänger hier nicht, wa? Oder geht das so? Nee? Ah doch, man könnte sie runterschmeißen, so auf jeden Fall. Bringt mir aber nicht viel. Ja, mit den Postern. Geld. Flav of Flav. Mit der Uhr. Schade, dass Luigi die sich nicht umhängen konnte. Ah, versteckter Mechanismus oder was? Stimmt, ist doch da ein neuer Edelstein drunter. Wir machen mal die Garderobe ein bisschen leichter. Oh yeah. Aber schon 3 von 6, das geht hier ratzi-fatzi. Dann merkt man also, dann wird die Ebene auch wohl relativ klein bleiben. Aber vielleicht ist ja der Boss ein bisschen tricky, mal gucken. Man weiß es nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Na dann. Ein Save. Und wie viel haben wir drin? 2 Münzen. Echt jetzt? Ah, hier, aber das Bild hat sich doch gerade bewegt. Oh Gott, spinn. Ich glaube, ich spinne. Die Spinnen haben also das ganze Geld geklaut. Aha. Aber ganz ehrlich, warum sind die da nicht vorher schon rausgeklettert? Die sind so groß, das Bild hing da locker dran. Oh, na Cappy. Na Cappy. Wie? Wir sind schon so gut wie da? Oh Gott. Alter. Hättest du mir gerne, ne? Ich mache ich platt, du, damit du mich nicht nochmal angreifst. Oh, aber wenigstens auch noch eine Perle drin. So, ein bisschen noch sauber machen vor dem Club. Bim, bim, bim. Ja, hier ist doch noch was. Hallo? Hä? Luigi? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ah, jetzt. Meine Fresse, was war das denn für eine Grütze gerade? Hm. Aber kein weiteres Juwel, wie es scheint. Gibt's die letzten 3 etwa oben? Musik hat gestoppt. Als ob die mich gehört hätten jetzt bei dem Scheiß. Oder gibt es irgendwie eine Überwachungskamera? Hallo? Oh, der Fahrstuhlknopf. Da ist er. What the fuck? Hm, ob ich da so einfach mal hingehe? Ich glaub's doch wohl nicht, oder? Bin ich hier sonst irgendwo hin? Hallo? Hm, scheiße, ich muss auf die Bühne. Na los, Luigi, du Partymaus. Hallo? Yeah, Disco! Oh, doch nicht. Oh, wer bist du denn? Du siehst doch so gar nicht. Aber die macht wenigstens noch ein bisschen was selber. Nicht nur einfach so vom Laptop spielen. Und dann einfach Knopf an, Knopf aus. Oh, die Hip-Hop-Brüder.
Okay, einer hat also den Knopf versteckt. Den müssen wir wahrscheinlich finden, na super. Das geht ab, das geht ab, yeah, yeah, Okay, die halten sich fest. Okay. Was zur Hölle? Oh, scheiße. Als ob ich jetzt noch wüsste, welcher das Ding hatte. Aber hier, glaube ich. Der da. Kommst du her, Freundchen. Her mit dem. Oh yeah, ich hab ihn. Doch nicht. Scheiße. Der ist doch niemals in die Richtung zu ihr geflogen, ganz ehrlich. Oh Gott. Na? Willst du eine flotte Solo aufs Parkett legen? Das krieg ich auch hin, du. Oh oh. Geh mal bloß weg mit deinen Schallplatten hier. Oh oh, oh oh, oh oh. Hilfe? Und das ist ja jetzt einfach nur mal gewesen, oder? Fünf, sechs, sieben. Ich glaube noch einmal, dann ist es schon futsch, oder? Komm, geh weg. Ich will mich nicht zerteilen lassen. Hilfe! Aua! Die hat mich ja voll erwischt. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ich krieg dich noch. Und. Scheiße. Upsi. Komm's her. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, okay. Nummer 7 braucht ihr noch gar nicht. Flup, flup, flup. Oh yeah. Oh yeah. Groovy. Groovy, genau, Luigi. Es ist groovy. So. So, kann ich hier irgendwas kaputt machen? Warte mal, hier ist doch noch. Ah, hier ist doch wieder was dunkel. Ich hab's doch gesehen. Oh nein. Oh Gott, was kann ich jetzt kaputt machen? So, wir bauen mal ganz schnell ab. Weil ich glaube, hier soll was Neues reinkommen. Ein Bäcker oder so. Obwohl, nee, in Yoga-Schule, genau. Luigi, die Tür hättest du ja auch mal dran lassen können, ganz ehrlich. Na, guck mal, drüben gibt's Perücken von unserer DJin. Ja, ganz ehrlich, was will die mit so viel Perücken? Hätte da einen nicht ausgereicht? Komisch aber, dass wir die äußeren Boxen nicht wegsaugen können. Okay, dann ist es so. Na dann gehen wir mal gucken. Also ich sehe auf jeden Fall hier oben schon mal die Schallplatte.
da kommen wir noch. Oh, ich sehe schon da zwei Plattenteller links und rechts. Also das hat ja auch schon mal wieder was zu bedeuten. Na gut, aber sammeln wir erstmal alles auf. Komm schon. Was soll denn? Warum sind da Fledermäuse drin? Hat die wohl die Dings nicht gewaschen oder was? Kommst du mal runter da? Hallo? Lieg dich da runter? Nee, geht nicht, wa? Na gut, mir sollte gerade. Oh, oh, oh. Herzen, immer her damit. Ich glaube, hier ist keine Frisur drauf, oder? Kommst du? Kommst du? Okay. Ja, da ist keine Frisur drauf. Ah, und da ist natürlich der nächste Edelstein versteckt. Das heißt, sind die anderen zwei dann echt noch hier? Hm, den Plattentellern können wir nicht drehen. Und da, wo die großen Kopfhörer drauf sind, das bleibt so, na dann. Geht auf den Tisch. Ah, ein Juwelengeist, kommst du her? Hallo? Sehr fein. Hä, hatte ich nicht den weißen schon? Ach, das andere war der blaue da hinten? Okay, ich dachte, das wäre der weiße gewesen. Fehlt noch irgendwas hier, hä? Okay, dann müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal machen. Okay. Hallo? Warum ist denn hier eine Schlange? Was sucht eine Giftschlange im Club? Klingt ja noch nicht so überzeugend, die Musik, würde ich mal sagen. Noch nicht so richtig groovy wieder. Waren da Mäuse? Da sind Mäuse gewesen, okay. Ja, da hat irgendeiner Geldscheine wieder mal fallen lassen. So, sonst noch irgendwas hier? Nö, 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 nö. Runter mit der Lampe. Und jetzt richtig. Das gibt Zunder. Oder auch nicht. Ah! Da haben wir noch einen roten Edelstein. Das heißt, wir haben alle Edelsteine auf dieser Etage. Cool. Disco-Juwelen komplett. So, dann haben wir auch hier das ganze Geld. Und dementsprechend brauchen wir nur noch... Ja, wir brauchen nur noch die Juwelen einsetzen. Und uns um die Buhus kümmern. Das würde ich aber auch noch... habe ich nicht gesagt, die Juwelen einsetzen? Ich meine natürlich... Ey, cool. Du kickst den... Warum ist denn das Ding hier wieder unten? Na, ich hab's gewusst. Hallo? Hallo? Hä? Jetzt. Ja.
Hallo? Aufsammeln. Euch ziemlich hier noch kriegen, oder? Ja. Hallo. Also irgendwie reagiert mein Joypad nicht mehr so richtig. Naja, was soll's. Ah ja, okay. Oh yes. So, dann setzen wir mal den Fahrstuhlknopf ein, gehen runter zum Professorchen. Schauen, wo wir noch Geister brauchen. Ich kann es mir schon vorstellen, auf jeden Fall in der 13, in der Strandbar wahrscheinlich auch noch. Also wahrscheinlich in der Strandbar, im Fitnessstudio definitiv und hier oben in der Disco. Dementsprechend, ja, machen wir das mal über den Schnellgang zum Professor. Zack. Na klar. Na klar, einfach mal gucken, Luigi. So. So, hatten wir denn sonst mal hier alle Geistersorten? Ja, hatten wir mehr als genug. Uhu, so. So, das müsste ja dann 15 oder 14, 13, warte mal. Gruft, Zaubura, also das heißt, das war die magische Welt, dann heißt das ist die 13. Also Strandbar, eins höher, wird noch eins höher. Heißt, ganz oben gibt's kein Buhu? Na gut, wahrscheinlich König Buhu. Na dann. Das heißt, Zaubura haben wir. Dementsprechend holen wir uns jetzt. Ja, komm, das überspringen wir mal. In der Strandbar den Geist. Werde ich jetzt aber nicht irgendwie. Oh, ich bin 50 Mal Aufzug gefahren. Sehr schön. Schneide ich jetzt auch irgendwie nicht raus. Also, wir gucken gemeinsam, wo wir hier einen Buhu finden. Ich kann mir schon vorstellen, der wird ja nur auf dem Schiff sich rumdümpeln. Mein Herz vibriert schon? Hier? Aber ich höre noch keine Buhu-Musik, also von daher wird er sich nicht hier verstecken. Aber hier, okay. Cool. Oh, hier wird es schon richtig derbe. Hier. Hier ist recht. Heißt, du müsstest in dem Fass drin sein. Der Bukania! Zeit, die Segel zu setzen! Es wartet fette Beute! Na dann. War aber schön, dass wir den gleich so zu Beginn haben. Na, da bist du. Oh, das war eine gute Ausbeute. Eine richtig gute Ausbeute. Hey. Und dich haben wir. Dim, bitte, bitte. Oh, und eine schöne runde Summe mit 86.700. Ich hoffe ja noch, dass wir irgendwie es schaffen, auf die 100.000 zu kommen. Zweifel ist aber schon irgendwie stark. Also, na gut, wir wissen, wie viel Geld wir auf der letzten Etage bekommen werden. Denn ich meine, das ist schließlich ganz oben. Also, warum sollten wir da keinen Haufen Knete finden können, ne? Weil, was wird denn da oben wohl sein? Eine Luxus-Suite oder, wie nennt man die Dinger? Penthouse, genau. Also, irgendwas, Präsidenten-Suite, genau. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, mal gucken.
Jetzt wollen wir uns noch den... Mal gucken, wie könnte der denn wohl heißen? Sportibu? Butanica, warte mal, Sportibutica? Nee, ach, irgendwas. Es vibriert hier schon wieder ganz schön stark. Das heißt, der ist entweder im Nachbarraum hier schon wieder. Hier sogar schon wieder, okay. Ja, schon etwas stärker. Richtig stark. Dann ist er hier drin. Ich bin... Ach, der Bodybuilder, natürlich. Der Bodybuilder, wer kennt ihn nicht? Wer kennt denn nicht den Bodybuilder? Ah, da bist du. Na, komm her. Alter, ich hau hier noch den Tisch kaputt, wenn das so weitergeht. So, ein paar Münzen müssten noch gewesen sein. Die auf den Tisch kriege ich aber nicht mehr. Da oben auf dem Schrank. Ja. Komm her. Komm her. Hallo? Woohoo! Ich aber auch. Oh yes. Hier vielleicht noch Geld drin? Nö, nicht wirklich. Und nur noch in der Disco. Disco, 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 Disco. Woohoo. Hallo? Also irgendjemand ist immer noch auf der anderen Leitung. Auf der anderen Seite von der Leitung, so rum. So, und dann müsste es ja hier jetzt den normalen letzten Buhu geben. Und wahrscheinlich im Disco-Bereich. Disco-Boo. Ja, hier fängt es schon an zu vibrieren. Mal gucken. So, wo wird er denn stecken? Na, wenn er mal hier nicht drin ist. Ich bin's, der Busiker. Willst du dir mal meine Demo anhören? Nö, nicht wirklich. So, na komm. Hier, du bist hinter mir. Ich frag mich echt, ob man den mit einmal aufsaugen kann. Ich glaube, da musst du echt richtig Skills haben. So, komm, du bist da hinter mir wieder. Hier bist du. Wir haben alle Buhus im Hotel gefangen. Das ist doch schon mal sehr schön. Oh yeah. So, Freunde, naja, dann sind wir am Ende einer Folge angekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Luigi's Mansion 3. Und dann, ja, sind wir in der finalen Etage. Und zwar, ich gehe mal von aus, mal gucken, wie das heißt. Na, es ist das, oh, das Penthouse, na klar. Na dann, ich sage nur noch ciao, ciao und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.